Moin Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Heute bin ich mal als Beifahrer und nicht als Fahrer. Ihr wollt ja mal den Manta sehen und ja, sitzt jetzt hier im Manta von meinem Kollegen, der jetzt hier auch am Fahren ist. Moin! Und wir sehen ziemlich dämlich aus, haben beide den Helm auf und sitzen mit dem grünen Manta wie die letzten Vollidioten. Geil, ey. So ein dicker Manta, Junge. Ja, wir wollen das Auto ein bisschen zeigen. Da kannst du mir was vom Auto erzählen. So. Ja, das ist ein Manta von 78. Das ist eigentlich ein B1 mit einer Front vom B2. Das erkennt man an den zwei Lüftungsschlitzen vorne. Und wie man wahrscheinlich von Instagram schon gesehen hat, ist ein anderer Motor drin. Ein 3-Liter Motor aus dem Senator. Allerdings, was ich nicht so geil finde, das ist der Cup-Motor, also nur 156 PS, anstatt eigentlich 180. Ist nicht so mein Ding, aber ich bin halt noch in der Ausbildung. Und demnächst wollen wir auch auf 24V umbauen. Und ja. Sonst Getriebe und Differential, das Differential ist von Quaife, Sperrdifferential. Können wir gleich mal ein bisschen ausprobieren, ja, wie das so funktioniert. Macht wohl so Spaß, wenn man so aus der Seitenscheibe nach vorne guckt, das ist ja nicht. Schöne Sache, kann man machen. Ja, und Senator-Getriebe drin, das 265er G-Trag und er geht eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, das Auto geht wie Sau, die Zündung wird auch noch vorgestellt, also besser eingestellt. Dann hat er Einzellenkapp-Technologie, also ist nicht viel wirklich dazwischen. Aber zusammen muss das Auto, das klingt so geil, das hat eine offene Ansaugung und ein Remus-Endschalldämpfer, weil Karten weiter ja auch raus ist. Klingt das schon wirklich echt fett. Also werdet ihr ja gleich hören, wenn wir ein bisschen Gas geben oder so, dann das ist schon wirklich eine richtig geile Sache auf dem 3-Liter Reihen 6er. Da macht Spaß. Vor mir jetzt auch ziemlich kurz übersetzt. Und ja, ist, ich meine, sagen wir GTI-Killer, ne? Keine Frage. Ja, das kann man überhaupt, ne? Ja, auch vom Zustand her, das Auto ist wirklich im, eigentlich würde ich sagen, perfekten Zustand. Was für eine Note hat er noch bekommen? 1 minus. Ich habe ein Wertgutachten von 17.500 Euro. Macht schon Spaß. Und er geht schon gut quer. Ja, geht gut quer, macht schon Spaß. Ist alles hundertprozentig, macht Spaß, geht quer. Und ist ein Manta, was immer mehr. Hundertprozentig. Geiles Auto, geiles Auto. Und das ist wie der 190er was, was man nicht immer sieht. Die meisten bei uns hier in der Gegend, die fahren Golf 6, Golf 5. Einer aus meiner Klasse, der hat von seinen Eltern jetzt einen neuen Golf 6 bekommen. Muss man wissen, ob man sowas geil findet, ne? Ja, wir sind ja direkt in der Fraktion. Und gerade mit so einem Manta ist man da hingucker und alle freuen sich immer, wenn sie den Manta sehen. Die jetzt denken, die waren das voll Idioten mit den Helmen und so weiter. Aber, naja. Ja, ich weiß nicht, Leute, weil wir gestern die Livestream gesehen haben. Die Livestream gestern kurz, nachdem wir beendet haben, kam auch die Polizei vorbei. Wozu man sagen muss, die Polizisten, die waren mega cool drauf. Die meinten, dass sie von der Anzeige wohl abgesehen werden, weiter, bla bla. Aber nur weil er immer die halt wohl gerufen hat und dann mussten sie halt kommen. Da sind ja ein paar Kollegen von uns, der Landsport. Gucken, ob die hier hinten frei sind, die wollen nicht frei fahren. Das müssen wir denen eben kurz sagen, dass sie ein bisschen Platz machen sollen für uns. Ja, das ist ein bisschen. Das ging aber hin. Da sieht man aber den schwarzen Streifen mit den ganzen Leuten, die hier Ronin Burnout so scheiß gemacht haben. Das ist echt krank. Ah, ich sag dir gleich mal, wir müssen Platz machen sollen. Machen wir nur was vielleicht in den kleinen Cut oder so. Ja. Ja, wir sind wieder da. Wir haben hier ein bisschen Platz gemacht. Und sollen wir sagen? Ich würde mal sagen, dann zeigen wir mal die Wirkung vom Sperrdifferential. Ganz günstige Autos mit Heckantrieb ab
haben beide Winterautos. Hier natürlich wieder ein Benz, natürlich wieder ein Opel. Ist klar, er ist ja typische Opel-Fraktion, ich habe eine CD-Fraktion. Und wir haben auch echt viel dafür hingelegt, bis zum Winter zum Grippen Spaß haben und so. Da werden wir auch ein paar geile Aufnahmen machen, dann wieder ein bisschen Scheiße bauen. Und ja, was gibt es noch so zu sagen? Ja, und man kann die wirklich günstig schießen. Und ich würde das auch machen, weil man einfach viel mehr Fahrspaß hat. So ein Omega B oder was, der kostet mittlerweile nicht mehr genauso viel wie ein Golf 3. Und da bekommt man schon deutlich das bessere Auto. Klar, man muss harte Eier haben, weil die Omega B, die sind einfach tot hässlich. Ja. Man braucht sich dann nicht mehr auf den Edeka-Parkplatz stellen, um den Arm auf dem Fenster zu machen. Das ist einfach, das ist Fremdschämen. Aber ja, wenn es um Fahrspaß geht, ne, ist das. Aber da kann man wohl gut mit fahren. Nein, das ist eine geile Sache auf jeden Fall. Und darum geht es ja auch Fahrspaß. Ich meine, so ein Manta 190er, das ist ein richtig geiler Kfz, die sehen da richtig sexy aus. Auch der Manta, ich muss zugeben, vorher Manta fand ich cool, weil ich war nicht so verliebt in den Manta. Aber jetzt, seitdem ich das Auto hier gesehen habe, das macht echt einen krassen Eindruck. Das ist wirklich fett. Vor allem auch der Zustand, wenn ihr es wieder von außen seht, das Auto so neu lackiert, neu aufgebaut. Das ist wirklich vom Feinsten, auch von unten. Es hat keinen Rost, nichts. Das ist echt. Ja, das ist mal witzig, wenn er irgendwie, wenn wir dann ein Auto auf der Bühne haben, dann geht das ganze Karre immer ab und irgendwo ein kleiner Kratzer ist sofort 7 Tonnen unter Bodenschutz, alles drauf, Rost und Wandler, geht sofort los, alles wird sofort behandelt. Das ist total witzig. Ja, mittlerweile nehme ich das die Rostkonserviere gar nicht mehr mit nach Hause, weil ich habe zu Hause keine Hebebühne und wenn, dann muss ich eh zu ihm. Ja. Also lasse ich das gleich bei ihm stehen. Bei mir ist die ganze Halle voll mit in der Konservationssäure von ihm, wo er eine Karre dann zugespritzt. Wenn mir da kein Tropfen raus reinkommt. Das Auto ist genau wie 120 Jahre, es wird auch bei Regen, was nicht bewegt, das ist auch ein unschönes Wetterauto. Ja, schöne Opel Manta B-Fußmatten haben wir auch am Start, die müssen auch gezeigt werden. Ja, mein Manta, der kommt ursprünglich aus Holland. Ja, das ist da hingefahren und der hatte auch echt ordentlich einen Brenner. Also wir sind da reingekommen und der hatte erstmal da einen 3 Liter Motor stehen, hier stand noch ein 3 Liter Motor, da stand da noch ein 3 Liter Motor rum, überall stand ein 3 Liter Motor rum, der überall reingepflanzt hat. Ich dachte, wo sind wir hier denn gelandet? Das war echt krass. Dann hat die Karre angeschmissen, da wussten wir sofort, jupp, den nehmen wir. Keine Frage. Der Klang, der hat, gerade sehen wir das auf dem Video rüberkommen, aber mit der offenen Ansaugung gefahren mit dem Remus-Port, das ist echt richtig gutes Kino. Da freue ich mich auch drauf, wie das mit dem 24 wieder wird, weil er macht dann dieselben Move wie auch mit dem 24 hier. Da werden wir hoffentlich auch mehr Videos bringen. Wir müssen zuerst geplant, vielleicht bald mal ein paar mehr Videos zu bringen, also unsere wöchentlichen Takt wieder einhalten. Da vielleicht auch ein paar mehr GoPros holen, ein paar mehr Objektiven, noch mal zu schrauben, aufnehmen. Weiter mit mal Mantelschrauben die GoPro rausholen, wenn wir noch mal zu schrauben und die GoPro rausholen. Da ein bisschen mehr kombinieren und auch viel Schrauben zeigen. Aber wenn wir bei der LC2 noch ein bisschen machen, damit die schon fertig ist, dass wir da euch dann auch noch ein paar Einblicke geben, weiter auch in die Open-Sachen, der wird einfach mal ein bisschen was zeigen. Ja, das wäre echt. Ja, wir denken, das ist eine fette Sache. Aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was davon halt, was euch interessieren würde. Weil es so ein Motor und Baum interessiert. Ich meine, ihr werdet eh schreiben, wenn ihr interessiert. Aber schreibt einfach mal rein, was ihr davon haltet, was ihr davon sehen wollt. Und ihr könnt uns auch gerne Fragen zu stellen. Ich meine, wir beide wissen selber, wie das ist. Man fängt an und denkt, wo kriegt man das hin? Aber wenn man dann jemanden hat, der sowas schon mal gemacht hat oder sowas in der Art, dann ist das schon doch immer ganz hilfreich, wenn man weiß, an den können wir uns wenden und der beantwortet mir auch Fragen. Und ich meine, so ein Unterschied ist da jetzt nicht, ob ich jetzt einen Opel-Motor baue oder einen Mercedes-Motor oder sonstige Motoren. Ne? Nee, also fast alles dasselbe. Also wollen wir alten Autos, da ist das Grundprinzip ist gleich. Ein paar Kabel lang, hier ist ja wirklich, Kabel lang über der Boot, setzt den Motor rein und ab geht's. So fair ist das ja nicht. Wenn man den mit dem Motor umgebaut, dann im zweiten Mal, wie lange haben wir dafür gebraucht? Dann nur 2-3 Tage, ne? Ja, 2 Tage war der Motor drin. Freitags haben wir ihn rausgenommen und Samstags war er wieder drin. Ja, deswegen, das ist überhaupt kein Problem, wenn man sowas macht. Wenn man das einmal vom ersten Mal ist, noch ein bisschen knifflig, dann kann man mal sehen, zwei zum Mal, wie es funktioniert, aber wenn man das zweite Mal macht oder so, ist das gar kein Thema. Also, wir hatten keine Gedanken machen. Vor allem beim alten Auto. Das ist ja schön, wenn ihr so alles aufbaut. Wenn ihr was rausreißen wollt, ist alles kein Thema. Man hat keine große Technik, das ist alles eigentlich easy. Also, kann ich euch nur empfehlen. Kauft euch ein altes Auto, wenn ihr gerne schraubt. Und mit der Antrieb natürlich. Keine Frage, aber wenn ihr ganz gesägt habt, die Fetisches, die ihr euch eigentlich schon gemerkt habt.
gemerkt habe. Ja, und wenn ihr sowas machen wollt, dann nennt auf jeden Fall einen Kollegen dabei, weil das ist immer hilfreich. Egal, ob das Auto runtergelassen werden muss. Man vergisst auch selber viele Sachen, wenn man in der Hektik ist, was man nachgucken hätte müssen und wie das laufen muss. Ist immer besser zu zweit zu sein bei sowas. Deswegen. Und ich glaube, da ist auch keiner, nimmt einen auch keinen übel, wenn man einfach jemanden hat. Zum Beispiel, wenn man in der Hektik ist, da vergisst man auch mal was anzuklemmen oder was. Und wenn man dann jemanden hat, der sagt, komm her, wir gehen da zusammen in Ruhe bei, dann ist das immer schön. Ja, immer so viel schönere Schrauben und zweitens vergisst man halt nicht so schnell die Sachen, ne? Weil man muss wirklich sagen, man macht halt die dümmsten Fehler, wo man halt alleine nicht drauf kommt. Da gibt es so echt heftig dumme Sachen, das glaube ich gar nicht. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo wir sind gerade. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Also ich glaube, ich weiß, wo wir gelandet sind, ich weiß wo nicht, wie wir jetzt am besten wieder wegkommen. Ich glaube, rückwärts fahren wir schon fast am besten. Ja, so ist das immer das erste Mal beim Fahren reden muss, ja, da kommt man total durcheinander. Ja. Das hatte ich auch. Du musst beim Fahren reden und du weißt auf einmal gar nicht mehr, wo du bist. Was machst du überhaupt? Vor allem, du fährst einfach irgendwo hin, weil du nicht genau weißt, was du jetzt machen musst. Ja, das ist total cool. Man ohne Ziel rumfährt und muss dabei reden. Das ist echt schwer. Also wenn ihr das erste Mal einen Motorblock macht, ich glaube gar nicht, was für eine Herausforderung das ist. Da muss man sich echt hart dran gewöhnen. Ich weiß gar nicht, wo fahren wir jetzt am dümmsten hin? Eine gute Frage, ne? Ja. Also ich würde fast sagen, beim See da vorne war viel los, ne? Ja. Das ist blöd. Wir können nochmal links ein Stückchen hochfahren. Jetzt sind wir nochmal da zu der toten Brücke. Da irgendwie ist ja auch so ein paar, was ich noch nicht hinstellen kann. Da ist ja nochmal irgendwie was los. Und ein bisschen Manta fahren ist ja was Tolles. Die Leute kommen ja auch für ein längeres Video kommen. Ich hoffe, dass der Klang von dem Auto schön rüberkommt, dass man es auch vernünftig versteht. Weil wir haben Mikrofon in der Mitte hängen haben, aber das sollte eigentlich alles kein Thema sein. Ne, wir starten vorne raus, werden wir sehen. Sonst bisher gute Ohren haben und gut zuhören. Das ist nicht unsere Schuld. Ganz einfache Sache. Und falls jemand Erfahrung mit V-Power oder Ultimate hat, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich wollte wohl mal wissen, ob das diese 2 Oktan oder was hat V-Power noch? 102, 100 oder 102, ja, zum Beispiel. Ich gehe das durcheinander. Was ich glaube, das 2 Oktan sind der Unterschied, glaube ich, zwischen. Da kannst du dir Zündung weiter vorstellen, ne? Aber müssen wir das mal ausprobieren. Ja, das ist geil. Wer meint, das hat der Test? Ja, da bin ich auch sagen. Ich finde die geile Kulisse. Soll es halt noch irgendwo, das Auto macht die Kulisse schon geil. Also. Warte, wir fahren einfach mit dem See. Das ist ein böser Absatz. Alles gut. Ja, das ist mal schön, weil das Auto so tief liegt. Ne? Man merkt sich doch, wie die Schlaglöcher sind. Nee, ich fahre jetzt nicht hier rein. gleich kommt noch ein Bello und dann. Ja, und dann denkt sich aus, warum sitzen hier zwei Jugendliche mit Helm auf einem Manta? Dann so, what the fuck is going on? Die sehen sowieso total dämlich aus, ey. Aber die müssen ein Foto von uns machen. Wir können auch so drin mit dem Helm, mit dem Behinderten, mit dem Manta drin. Ja, eigentlich schon. Geil, ey. Bloß das Doofe bei dieser Aufnahme ist jetzt einfach. Es ist draußen einfach 22 Grad. Unter dem Helm schwitzt man einfach zum Tode. Oh ja, ey, wenn ihr wisst, wie wir uns gerade vor euch grillen, ne? Ihr würdet uns lieben. Na okay, also ich verschwitze Jungs, mag eigentlich keiner so gerne, aber trotzdem würdet ihr uns einfach lieben. Keine Frage. Aber wir halten hier an. Ja, hier ist geil. Ja, wir steigen mal aus, machen das Mikro. Können wir das so mit? Ja, komm, wir nehmen das mal so mit. Ja. Mal stumpf. Kein großes Thema. Weiß natürlich nicht. Ja, so, hier sind wir wieder. Wir haben eben die Kennzeichen entfernt, damit es nicht jeder ihn hier irgendwie übersieht, die ganzen schönen Blitzerfotos oder so, dass sie ein Trick wissen, wer er dann ist. Ja, so sieht die dicke Karre von außen aus. So, ja, geiler Manta. Was will man mehr sagen? Erzähl du was, ist dein Auto. Ja, also, wir haben hier Bauwerkfelgen und die Bremse ist vom Rekord 2,2. Das ist wegen Eintragung. Und da sieht man das auch mit der Front, was ich gerade erzählt habe, dass man dann hier diese
zwei Grillen hier hat, anstatt die eine. Finde ich persönlich ein bisschen schicker. Finde ich auch geiler. Und natürlich nicht diese hässlichen Manta-Clubs auch, ne? Ja. Ja, zustandmäßig, lackmäßig kann man ja schon sehen, das neu lackiert, sieht richtig geil aus. Also man würde nicht sagen, Kratzer und so weiter sieht man nicht. Also auf dem Video sieht immer alles geil aus. Wir können euch darauf verlassen, wenn ihr das in echt seht. Das ist wirklich geil, Leute. Also Kratzer sieht man nicht, der Lack schimmert wie Sau. Es ist echt rattenscharf. Wenn man mal nach hier hinten guckt, es ist wirklich rundum alles perfekt, würde ich schon fast sagen. Hier ist der Remo-Schalldämpfer, wie schon erwähnt. Finde ich passt eigentlich auch ganz gut zum Optikpaket so. Also, ist eine chillige Sache. Weil vielen das immer so, wenn die so teilweise unter so einem Golf, also so einen riesen Schalldämpfer unter dem Baum, finde ich, sieht das teilweise immer so ein bisschen, ja, so unpassend aus. Weil ich finde, zu diesem Auto passt das. Also, finde ich, ist eine geile Sache. Auch mit dem Flügel hinten drauf so. Am Anfang dachten wir uns beide so, dass wir die Autos gekriegt haben, dass wir so Bildern gesehen haben, ja, wer weiß, wie der Flügel das nicht so geil aussieht. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, auf den Bildern sieht das meistens irgendwie komisch aus. Aber wenn man es in echt sieht, passt es einfach und ist einfach geil. Ja, man sieht auch Tieferlegung. Ja, natürlich auch. Welcher Manta ist nicht tiefer gelegt, ne? Ja, gut. Mein Manta liegt tiefer als die Oma, ne? So ein Scheiß. Ja. Und sonst Motor. Kannst ja mal Motor aufmachen, dann sieht man mal, was passt jetzt im Plan unter der Haube. Motor, wie gesagt, C30LE, Cut-Motor. Hier vorne die Kühlerhaltung musste vorweggeschnitten werden. Normalerweise sitzt der Kühler hier. Und wenn man dann den Vierzylinder einbaut, da kann man sich dazwischen stellen, ne? Ja, das war echt witzig, als wir den Vierzylinder drin hatten. Der musste für gegebene Anlässe eingebaut werden. Konnte man sich wirklich hier vorne so zwischenstellen. Da war so viel Platz, da konntest du Black Sands denn tanzen. Also das ist echt, sieht total dämlich aus. Aber da muss ein Sechszylinder rein, der schreit nach dem Sechszylinder. Anders geht's gar nicht. Ja, hier sieht man die offene Ansaugung. Ganz einfache Sache, eigentlich der Motor sieht ja ganz gut aus, wenn er nicht mehr lange hier drin ist. Kabel haben wir ein bisschen vernünftig gemacht, weil als wir den gekriegt haben aus Holland, da waren die Kabel einfach so über dem Motor drüber und das sah irgendwie alles so rein, ja, reingefuscht, irgendwie so aus, so lustlos reingeknallt, Hauptsache es läuft. Das ist alles ein bisschen vernünftig gemacht. Ja, ich glaube, er hatte auch am Ende keine Lust mehr, muss ich sagen. Er hatte so viel Arbeit und Energie in die Karosse, hatte alles mit Drahtbiss und Flex blank gemacht und dann hat er sich bloß gedacht, Hauptsache fahren. Ja, Hauptsache jetzt endlich mal fahren, ne? Weiß nicht. Naja. Ja, der Holländer, das war wirklich auch schon, das war eine witzige Sache. Der hatte sogar so eine Burnout-Bremse eingebaut. Der hatte im Fußraum hatte der so einen Hahn, wo man die Bremse hinten deaktivieren konnte, dass er nur nach vorne bremst. Und da konntest du geil Burnout damit machen, so eine Scheiße. Also der hatte wirklich ordentlich an der Brenner, wie wir euch das auch schon erzählt haben. Aber ja, das war echt. Ja, willst du mal anmachen, damit ihr die Ansaugung vielleicht ein bisschen hört, so ein bisschen Sound. Mal vorne und hinten, dann zeige ich beides mal so. Ich habe mit dem Mikro hier auch so. Ich lass mal hier ab, halt es mal so ein bisschen hier hin. Geh mal nach hinten! Ja! Mach mal! Rein 6, da ist ja schon was Schönes, ne? Wenn da mal so eine Auslage ist, dann muss ich wirklich sagen, das ist einfach rattenscharf. Ja, Probleme bei dem Motorumbau. Eigentlich hatten wir keine großen Probleme. Das Einzige, was normal ist, dass wir mit der Temperatur am Anfang so ein paar Probleme hatten. Aber da ist hier vorne einfach ein großer Lüftungsbau, konnten wir jetzt auch gut hier hören. Am alles geben ist. Ja, aber sonst lebt eigentlich alles relativ geschmeidig. Das hatten wir keine großen Probleme, ne? Nee. Nee. Ja, das war's im Prinzip schon fast zum Manta. Ich laufe noch einmal rum, damit man hier nochmal so ein bisschen sehen kann. Und ja, schreibt doch mal, was ihr so von dem Auto haltet. Man hört ja oft so, ja, Opel, bla bla, dass die Leute das nicht mögen. Aber so ein alter Opel, ich finde, das hat wirklich was. Das ist Kult. Und es kennt jeder einen Manta. Man findet so gut wie keinen mehr, der keinen Manta kennt. Also, ist ein geiles Auto. Ich finde auch hier mit den, man sieht es jetzt so schön mit den Reifen, wie die hier so stehen. Ich finde, das passt einfach dem Auto mit das Gesamtkonzept. So, auch mit der Felgenbreite, mit der Reifenbreite, das ist alles eigentlich relativ perfekt, würde ich sagen. Dann fehlt jetzt mal die Ventile rein. Und dann geht's ab wie Sau, ne? Oh. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.